Ich habe heute meine Brille und meine Mütze auf, einfach weil ich bis heute nicht, bis hier nicht zum Duschen gekommen bin. Deswegen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe keine Kontaktlinsen eingesetzt. Ich bin nicht frisch. Ich muss so aussehen. Aber ich denke, es verdeckt zumindest die schlimmsten Krusten in meinem Gesicht. Und damit herzlich willkommen an Toda, Erich, Captain Hyping, Kodo. Und Erdwelpe und Finne, hallo, freut mich, dass ihr da seid. Ja, wir spielen ein kleines bisschen, was heißt ein kleines bisschen? Wir spielen jetzt erstmal weiter mit Pioneers of Olivetown von Story of Seasons. Ich würde gerne einfach ein kleines bisschen schauen, was wir hier noch so machen können, um das Spiel ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben eh noch einiges zu tun in diesem Spiel. Es gibt so vieles, was man hier machen kann. Zum Beispiel unseren Hund streicheln. Ja, frag mich nicht, warum ich ihn da hinten gestreichelt habe. Das ist in dem Spiel einfach so. Er braucht schon Kontaktlinsen, wenn er eine Brille hat. Tatsächlich finde ich Kontaktlinsen aber sehr viel praktischer. Gerade wenn man ein Kind hat, die touchen einen dann schon gerne mal auf der Brille rum. Das ist schon sehr nervig. Muss ich fairerweise sagen. Es ist echt nervig, wenn man wenn man die ganze Zeit die Brille putzen muss. Oh, und es regnet. So, ich brauche dringend Samen. Nicht im Real Life, sondern hier im Spiel. Denn ihr seht, wir brauchen hier an unseren tollen Stellen ein bisschen was Grünes. Das, was sich halt anpflanzt hier, ne? Sila, hi! Deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz in die Stadt und hole mir mal. Oh, guck mal. Ein Stalker-Foto. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, das sind Fotos von anderen Leuten, die dieses Spiel haben. Man sieht hier in den Ladescreens Fotos von anderen Leuten, die dieses Spiel haben und wie die ihre Fotos gemacht haben. Also das ist nicht das, was ich gemacht habe. Ich war nicht dieser Stalker. So, ich weiß gar nicht, muss ich ihn gemischt? Ach nee, es ist 8 Uhr muss ich warten, ne? Da kann ich dann wahrscheinlich Samen kaufen. Aber wo ich die kaufen kann, habe ich schon wieder vergessen. Hier waren Tiere. Hier war, da kann ich meine Farm erweitern und irgendwelche Samen. Lebensmittelladen vielleicht da. Da kriege ich, glaube ich, die Samen her, oder? Schauen wir mal. Hast du schon den Tönnies Stall? Nee, tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn Tönnies nennen soll. Anni hatte noch geschrieben, dass ich ihn vielleicht einfach mal McDonald's nennen soll, wenn ich denn schon meinen Chicken Stall KFC genannt habe. Aber ja, ich bin noch nicht so überzeugt davon. Weder Tönnies ist noch McDonald's. Ist ein bisschen zu offensichtlich. Vielleicht nenne ich ihn einfach Burger King. Das wäre total abwegig. Kann mir aber Kontaktlinsen nicht unbedingt vorstellen. Tatsächlich habe ich eine lange, lange Zeit. Ich muss kurz warten, bis hier der Laden aufmacht. Noch 2 Minuten. Lange Zeit konnte ich mir nicht ins Auge fassen. Das war früher so. Hallo? Ich will, dass du mir was verkaufst. Hallo? Ach, der hat heute. Wetten, der hat heute geschlossen. Wetten, der hat heute geschlossen. Nee, es ist Samstag. Hä? Der hat heute gar nicht geschlossen. Ach nee, 10 Uhr steht da ja. 10 Uhr. Och Gott. Och, was? Sag mal, die werden immer fauler, die Leute. Kann das sein? Komm mal in der Pötte, Jungs, hier. Okay, dann machen wir was anderes. Ich hätte gerne Samen geholt, aber meine Güte, dann darf es halt nicht sein. Wir haben aber noch andere Dinge zu tun. Guck mir nicht so grimmig an, ja? Wir haben andere Dinge zu tun. So. Und zwar müssen wir die Brücke reparieren. Um die Brücke reparieren zu können, müssen wir Bretter oder halt speziell bearbeitetes Holz haben. Dieses speziell bearbeitete Holz kriegen wir durch ein Maschinchen. Und zwar das hier. Nee, Barrenfertiger nicht. Die hier war es, genau. Bauholzfertiger. Dafür brauchen wir 20 Holz und das können wir jetzt abhacken. So, das ist unsere nächste Aufgabe. Wir haben noch zu tun. Gut. Machen wir mal hier unten weiter, oder? Hier stehen sowieso viel zu viele Bäume. So, und währenddessen können wir schön miteinander quatschen. Nameplayer, hallo! Subways. Aber Subway ist doch Eat Fresh, oder? So frisch sind meine Tiere nicht. Die sind alt. Tatsächlich, ich finde kaum noch Subway in meiner Nähe. Ich finde, Subway hat sich. Kann es sein, dass Subway sich nicht durchgesetzt hat in Deutschland?
sind nur wenig Fastfood-Läden nach Deutschland gekommen, ne? Also McDonald's und Burger King sind ja wohl so die bekanntesten, die man kennt. Als ich damals in Amerika gewesen bin und Auslandssemester gemacht habe, habe ich so viele Fastfood-Restaurants kennengelernt. Wendy's, Applebee's, oh Gott, wie heißen die denn alles? Taco Bell, KFC hat sich ein bisschen durchgesetzt bei uns, ja, das kennen wir ja auch schon, aber es gibt so viel, es gibt in Amerika einfach so vieles, aber das kommt zu uns gar nicht. Wahrscheinlich, weil jeder weiß, dass sich das bei uns nicht groß etablieren würde. Safe, wenn es irgendwo im Nichts, wo nur ein paar Läden gibt und sonst absolut gar nichts. Nee, tatsächlich, also ich wohne tatsächlich in einem Gebiet, wo es sehr, sehr viel gibt. In dem Dorf, es ist tatsächlich ein Dorf, in dem ich lebe, wo ich lebe, ist viel Tourismus aufgrund allein schon wegen Skifahren gibt es hier viel Tourismus. Im Winter gibt es hier sowieso viele Skifahrer im Schwarzwald. Also es gibt hier schon vieles. Allein, wenn ich jetzt überlege, in unserem Dorf gibt es mindestens 6 oder 7 Restaurants. Wir haben einen Vietnamesen, wir haben einen Italiener, wir haben einen Griechen. Es gibt schon vieles bei mir, aber eben kein Fastfood. Es gibt auch keine Dönerbude, lustigerweise. So, jetzt habe ich das für die Maschine. Wir haben keine Dönerbude. Maximai, hallo! Ich habe hier 3 Subways. Ernsthaft? Oh Mann, ey, ich krieg hier keine. Das ist doch Kaka. So, wo machen wir die Maschine hin? In der nächstgrößeren Stadt, die hier in der Nähe ist, da gab es mal einen Subway. Der hat allerdings dicht gemacht. Dafür ist ein... Was ist denn da reingekommen? Ein Klamottenladen ist da jetzt drin. Ein Dings hier. Camp David. So, die Maschine brauchen wir. Einmal herstellen, bitte. Dankeschön. So, wo stellen wir die hin? Nachdem du einen Fertiger hergestellt hast, kannst du ihn auf deinem Hof platzieren. Lege einen Gegenstand ein, warte kurz und bumm, fertig. Na gut, dann gucken wir mal an. So, ich kann ihn platzieren. Ja, geht wieder hier überall nicht, ne? Ich kann ihn hier mitten nebendran platzieren, Alter. Ich will den nicht so hässlich da irgendwo in der Mitte haben. Das geht halt nicht anders, ne? Wir müssen's. Den kann ich bestimmt irgendwann auch später mal umändern, oder? So, wenn wir jetzt Holz hätten... Was? Nee, Ah, doch, hier. Das können wir... Du hast nicht genug Material. Ach, ich brauche 3 Holz für einen Balken. Okay, 3 Holz für einen Balken. Jetzt müssen wir rechnen. Achtung, Leute, jetzt kommt gleich Mathematik. Sein Boss und Anna, euch habe ich noch nicht gegrüßt. Und Lara, dich habe ich auch noch nicht gegrüßt. Hallo. Toffi, ich bin gestern um 16 Uhr einfach eingeschlafen und bin heute um 4 Uhr aufgestanden und war ausgeschlafen. Bin aber 4.15 Uhr wieder eingeschlafen und bin um 8.45 Uhr aufgestanden. Ich habe ca. 17 Stunden geschlafen. Willst du mich verarschen? 17 Stunden, das ist nicht gesund. Davon würde ich Kopfschmerzen kriegen. So. 15 Bauholz. 15 mal 3, Leute. Hä? Wie viel? Wie viel? Ich möchte im Chat lesen. Ich könnte es euch jetzt auch sagen, aber ich möchte, dass ihr... Das soll ein lehrreicher Stream werden, ja? Ihr müsst mitdenken. Siehst, Finne ist gut in Mathe. Der sagt 45. Das habe ich auch rausgekriegt. Siehst, Anna auch. Okay, Leute, Lara auch. Sehr, sehr schön. Ihr habt das gelernt in meinem Stream. Jetzt können wir ausmachen, oder? Der pädagogische Inhalt ist jetzt fertig. Hab auch Mathe-Leistungskurs. Ja, ist das auch das, was abgefragt wird? 3 mal 15? Sind das so die Matheaufgaben, die bei dir im Leistungskurs Mathe abgefragt werden? Weil dann würde ich den ernsthaft in Frage stellen, ob der vielleicht auch nicht doch ein bisschen zu läppisch ist. Okay. Ach ja, und bis jetzt habe ich keine Nebenwirkungen von der Impfung gestern. Sehr schön, Kodo. Das freut mich wirklich extrem. Das ist sehr, sehr gut. Impfungen sind immer eklig. Aber sie sind wichtig. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich halte Impfungen für sehr wichtig, aber sie sind trotzdem ekelhaft. Ne? Ich habe aber Montag bis Freitag ca. 5 bis 6 Stunden geschlafen.
irgendwann muss man ihn schon nachholen, ne? Ich meine, wie oft habe ich die Situation, wo ich Mittagsschlaf mache? Da falle ich quasi mittags um. Ist tatsächlich so. Es gibt Tage, da schlafe ich einfach so wenig und dann gibt es wiederum andere Tage, da falle ich einfach um. Mittags. Ich würde gern wach bleiben, aber ich schaffe es einfach nicht. Und dann hole ich den Schlaf halt irgendwie danach. Ne? Wobei irgendjemand hat mal gesagt, Schlaf kann man nicht nachholen. Hat irgendjemand mal behauptet. Also zum Beispiel, wenn du jetzt 3 Tage nicht schläfst, also wirklich 3 Tage gar nicht schläfst, ich glaube, das Maximum, was du dann machen kannst, ist irgendwie, ja, so 10 bis 12 Stunden am Stück schlafen, aber du kannst jetzt keine 24 Stunden schlafen, um den Schlaf, den du die letzten 3 Tage vergessen hast oder verpasst hast, nachzuholen. Das soll anscheinend nicht möglich sein, weil der Körper so nicht programmiert ist oder so nicht funktioniert. Aber das habe ich mir nur mal sagen lassen. Joe O'Neill, hallo. Bin ja auch erst 2. Klasse. Finde, du bist in der 2. Klasse. Das wüsste ich aber. Dafür bist du schon viel zu lange hier. Also, beziehungsweise, ich kenne dich schon viel zu lange, als dass du in der 2. Klasse wärst. Was habt ihr mit Toffee gemacht? Ich sehe anders aus, ne? Ich sehe heute ein bisschen krustig aus, deswegen habe ich gedacht... Ziehst du mal lieber Brille und Cappy an. Ich kam noch nicht zum Duschen, deswegen. Und wenn ich nicht duschen war, ziehe ich auch keine Kontaktlinsen an. Das gehört bei mir halt zum Duschen dazu irgendwie. So während dem Duschen Kontaktlinsen anziehen. Oh, Challenge Time. Versuche ich nächstes Mal, okay? So, wartet mal ganz kurz. Ich könnte eigentlich was essen, aber ich habe nichts zu essen. Kann ich die Mondtaublume essen? Geht das? Geht nicht, kann ich nie essen. Königsfahren kann ich auch nicht essen. Ah, ich kipp gleich um. Ich würde das aber gerne noch erledigen, bevor ich ins Bett muss. Oh Mann. Naja, ich glaube, das schaffen wir nicht. Oder? Oder ganz knapp vielleicht. Ganz knapp, warte, den einen Baum noch, komm. Mein Herz geht flöten. Chicorée, hey! Wie schaut's aus? Ich versuche unbedingt, diese Maschine herzustellen, die mir die Holzpflöcke da macht. Aber ich kipp gleich um. Was ist Priorität? Mein Leben oder die Maschine? Natürlich die Maschine, ganz klar, ne? So, ich brauche noch eins. So, gut. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Jetzt kann ich was hineingeben. 45 Holz. Wie viele... Mich verarschen? Weißt du, wie lange das dauert? Das muss ich 15 Mal machen. Alter, Petecast, hallo. Dich habe ich noch nicht gegrüßt. Oh. Alter. Oh Mann, ey. Ja gut, ist wenigstens ein bisschen realitätsnah, ne? Deswegen habe ich 10 davon. Ja, ich glaube, ich müsste mir auch noch mal eine machen. Scheiße. Ja, gut. Na, egal. 4.28 Uhr. Jetzt schon ins Bett zu gehen, wäre schon ziemlich dämlich, oder? Ich gehe trotzdem nochmal kurz in den Laden und hole mir Samen, weil das können wir ja jetzt machen. Der ist ja jetzt geöffnet. Bis 18 Uhr haben wir noch Zeit. Oh, guck mal. Wie hieß der nochmal? Der hieß so ganz speziell, ne? Gerd? Nein. Der hieß ganz anders. Benutzt dein Bad. Ach, stimmt, das Bad. Danke, danke, stimmt. Shiny Panda Cupcake, hi. Götz, genau, Götz heißt er. Stimmt, ich kann ja baden gehen. Das habe ich voll vergessen. Das ist der Fehler, wenn man zu viele Farming-Spiele durcheinander spielt. Bei Harvest Moon geht das nicht. Und da hatte ich das ja deswegen auch überhaupt nicht auf dem Schirm. So, kann ich hier auch... Man kann hier ganz viele verschiedene... Nee, tatsächlich keine Samen. Samen kriege ich hier nicht. Okay. Dann muss ich wohl woanders gucken. Wo kriege ich denn jetzt nochmal Samen her? Küstenbistro? Doch im Gemischtwarenladen? Im Mineral Town war Götz der Handwerker. Hier ist er, naja, das. Ah ja, hier kriege ich Samen. Okay. Kartoffelsamen. Was kaufe ich am besten?
Gurkensamen. Soll man der Zwiebelbauer werden? Soll ich nochmal Zwiebeln holen? Oder vielleicht unterschiedlichste Sachen. Holen wir mal 3 von den Zwiebeln. 3 von den Gurken. 3 von den Steckrüben. 3 Kartoffeln. So, ich denke, das reicht erstmal. Gut. Die will ich unbedingt noch anpflanzen. Ich hoffe, ich kipp nicht vorher um. Ich erinnere mich an eine Streamerin, wo ein Horst gefollowt hat. Und dann hat sie gesagt, guck mal, wir haben einen Horst bei uns. Der wurde einfach direkt bei ihr beliebt. Und ich meine sogar Mod. Achso, der ist sogar Mod geworden, nur weil er Horst heißt. Das ist natürlich auch geil, wenn du mit deinem Namen wirklich solche Wellen schlagen kannst. Benutzt das Bad. Genau, ich benutze das Bad jetzt. Mann, tut mir wahnsinnig leid. Ich bin schon wieder abgelenkt durch Schwachsinn in meinem Chat hier, ne? Warte. So, tschüss. Gott. Also nicht durch euch, sondern durch den Schwachsinn, der da gerade eben stand. Schnell ins Bad gehen. Ja, den habe ich schon gebannt. Ist alles gut, Erdwelpe. So. Bad nehmen. Ah, schön. Wenn ich schon im Real Life nicht tue, kann ich es ja wenigstens im Spiel machen, ne? Jana, hallo Toffi, hallo Chat. Hallo Jana. Das sind aber auch nur 2 Herzen, ne? Kann ich nochmal baden gehen oder würde das nichts mehr bringen? Malpendo, hallo. Dankeschön für den Raid, dankeschön. Ja, kannst du. Ich kann mehrere Male baden. Okay, das ist jetzt aber doch ein bisschen unrealistisch, oder? Herr Y. Das ist doch ein bisschen unrealistisch, oder? Okay, das verbraucht aber kaum Energie, dass ich das jetzt hier mache. Das ist okay. So. Dann haben wir wenigstens den Tag noch genutzt. Ich wollte nicht komplett leere Felder hier haben. So. Bastiano LP! Dankeschön für den Follow und hallo! Und Malpendo, auch an dich, Dankeschön fürs Follow. Yeah. Hab gestern meine Dallas VPN zerschossen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du weißt so viel. Du weißt so viel Insider-Informationen, die ich gar nicht kenne. Was hat er geschrieben, weshalb die Börse gebannt wurde? Ja, eben, das war, genau, ihr habt es richtig geschrieben, dieses komische Bot-Gedönse von wegen, you wanna be famous? Dann klick hier drauf. Wenn du hier drauf klickst, wirst du die famouseste Person der Welt. Und nicht nur das, du wirst auch noch viel attraktiver. Und nicht nur das, du kriegst auch noch eine Menge Kohle. Und nicht nur das, du kriegst auch alle Kekse, die ich kenne. Ja, ne? Wanna be famous. Alles klar, Malpendo. Dankeschön. So. Mein Hund erstmal streicheln. Ich glaube, ich habe vergessen, mein Hühnchen zu füttern. Ah, ne, Quatsch. Das ist ja schon gefüttert. Stimmt, wir haben ja massig Dingsgedöns Futter dahin geschmissen. Da müssen wir uns ja erstmal eine Woche lang nicht mehr drum kümmern. Oh oh. Oh, habt es gesehen? Ich glaube tatsächlich, das Spiel war kurz vorm Abkacken. Das war gerade richtig schön gefreezed. Oh, und erstmal streicheln, unser Curry. Oh, shit. Die Standbilder kamen öfter. Ach so. Ach übrigens, ich weiß nicht, das kann ich auch mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, ich habe explizit bei dieser Cartridge, es kann sein, dass es lediglich die eine Cartridge ist, die ich jetzt habe, also muss nichts mit dem Spiel zu tun haben, aber es ist tatsächlich so, dieses Spiel, wenn ich das einstecke, ich habe ja die Retail-Version, wenn ich das in die Switch einstecke, dann ist es in 5 von 6 Fällen so, dass die Cartridge nicht gelesen werden kann.
Ich habe auch schon mehrere Mal reingepustet in die Switch und habe dann irgendwie geguckt von wegen, ob das vielleicht daran liegt, dass da ein bisschen zu viel Dreck drin ist. Habe auch die Cartridge so ein kleines bisschen abgepustet und abgetupft. Egal, was ich mache, in 5 von 6 Fällen kann die Cartridge nicht gelesen werden. Ich hoffe, dass sich das auf Dauer irgendwie durch öftere Benutzung, ich weiß, klingt jetzt ziemlich dämlich, ob das dann besser wird. Aber aktuell habe ich jeden Tag Bange, ob ich dieses Spiel überhaupt weiterspielen kann. Weil vielleicht irgendwann dann doch mal der Punkt kommt, an dem das die Cartridge nicht mehr gelesen werden kann. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Habe ich noch nicht. Leck mal die Pins ab, das soll helfen. Genau. Oh Gott, wie oft dieses Gerücht gekommen ist, ne? Beziehungsweise das Gerücht, es ist ja wahr. Ist ja wahr. Von wegen, leck mal eine Cartridge von der Switch, vom Switch-Spiel ab. Wurden alle immer gedacht, ja, es ist halt bitter, ja. Meine Güte. Oh, da war was zum Ernten. Okay. War das eine Wildpflanze? Tatsächlich, hier wächst... Deine Tasche ist voll. Hier wächst wilde Zwiebel oder was? Das ist ja krass. Ich habe ein Plus-Ei. Ich habe ganz schön geile Eier, wa? Ja, das sagt das Spiel, dass ich geile Eier habe, ne? Das sagt nicht ich. Entschuldigung. Habe ich tatsächlich gemacht, war null bitter. Nee, ich hab mal eine Cartridge in die Hand genommen. Und habe dann eben später, glaube ich, noch meine Finger irgendwie am Mund gehabt oder sowas. Und tatsächlich hat es auch ziemlich, ziemlich bitter geschmeckt. Also es stimmt schon. Das stimmt schon. So, warte mal, was machen wir da noch rein? Die können erstmal da rein, weil die brauche ich gerade aktuell nicht. Die Zwiebel brauche ich auch nicht, den Harz brauche ich nicht. Stein kann hier drin bleiben, weil ich jetzt wahrscheinlich sowieso wieder abhacken muss. Das kann hier rein, das brauchen wir aktuell nicht. Und das Ei behalte ich, ich finde das so besonders. Ich finde das Ei so besonders. Ich weiß nicht, wieso. Ich muss die Farm auch mal ein bisschen schöner machen. Gerade hier um meinen Stall rum. Da will ich es echt ein bisschen hübscher haben. Das ist so eine richtig schöne Wellness-Farm für Hühnchen werden. Selbstliebe ist wichtig. Sagte die Mutter zu ihrem masturbierenden Sohn. Entschuldigung. Aber wenn ich Selbstliebe höre, denke ich immer an sowas. Silver Shadow, hi. Wünsche einen schönen Samstag. Ich dir auch. Mir geht's super, ja. Mir geht's super. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal kurz zum Rathaus und guck mal, was wir so noch machen können. Wir müssen eigentlich auch mal wieder mit den Leuten reden, weil dann die Beziehung zu den Leuten halt besser wird, ne? Nicole, hallo, kannst du hier wie mit in den anderen Harvest Moon ausbrüten lassen? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Lieber Chat, für diejenigen, die das selbst spielen, wisst ihr das? Kann man hier Eier ausbrüten lassen? So, habe ich schon alles genommen? Keine Belohnung mehr, genau. Ja, kannst du. Okay, sehr gut. Sehr gut. Antonia, dankeschön für den Follow. Bum, 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 bum. Geil, dankeschön. Da, hier 10-mal Holz. Die brauche ich aber. Es gibt nur 300 Gold. Das ist mir egal. Okay, 5 Harz hätten wir. Das könnten wir ihm geben. 30-mal Stein. Das müssen wir noch abhacken. Und eine Archenmuschel. Ja, braucht man natürlich 2 Stück, ne? Auf der Arche sind immer 2. Eine männliche Muschel und eine weibliche Muschel, damit die sich später auch fortpflanzen kommen, wenn die große Flut vorbei ist. Das ist eine Archenmuschel. Naja, jetzt wissen wir Bescheid. Irgendwie würde ich auch ein bisschen darauf hinarbeiten wollen, auf die ganzen Sachen, die ich brauche, um meine Farm schöner zu machen. Ich gehe mal zu Nigel, mal gucken, was der so hat. Muss gehen. Ciao, Kodo. Danke fürs Vorbeischauen.
etwas merkwürdig gemacht, weil du einen Huhn dafür trächtig machen lassen musst. Okay. Soll ich ein Huhn-Porno abspielen oder wie? Irgendwie so zwei geile Hühnchen, die dann miteinander picken, was das Zeug hält. Und dann ist es trächtig oder wie? Das können wir ja rein rausfinden. Vielleicht finden wir ja noch was. Möbel kaufen zum Beispiel hier. Das ist so teuer. Das ist so teuer. Wer gibt bitte schön für ein Bücherregal 10.000 Gold aus? Antonia, ich wünsche dir auch guten Tag. Ach, muss gehen. Ach so. Oh, Kuro. Entschuldigung. Mit dem Brüten muss gehen. Oh Gott. Ich bin heute nicht auf dem Damm. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht geduscht habe. Hofeinrichtung weiterentwickeln. Warte mal, großer Hühnerstall, den kann man größer machen. Oh, dafür brauchen wir echt viel Zeug. Was kann ich sonst noch so machen? Hofeinrichtung kaufen. Ein Brunnen halt, ne? Und ein Hühnerstall kann ich noch zu... Was? Der Hühnerstall? Weißt du, ein Hühnerstall kostet 3.000. Aber ein Bücherregal kostet 10. Die Dimensionen, in denen wir uns hier gerade befinden, sind aber auch nicht unbedingt gerade realistisch, oder? Siehst aber wirklich aus wie ein 16-Jähriger. Im Real Life oder im Spiel? Im Spiel bin ich 20. Im Real Life bin ich 16,5. Was ist hier eigentlich? Da war Götz. Götz Gourmet-Palast. Da war ich ja noch gar nicht drin. Für alle, die ihre Kochkünste verbessern wollen, hinterlässt Götz Zettel mit Aufträgen an seiner Tür. Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen, kannst du ihm die gewünschten Gerichte liefern. Das ist ja cool. Alter Götz, oh, du feiner Herr. Kleiner Feinschmecker, hä? Guck mal, das Essen hat er gar nicht angerührt. Speise liefern. Zum Beispiel Gemüsesalat, Muschelsuppe, Spiegelei. Was und für Spiegel... Ich wollte gerade sagen, für Spiegelei brauche ich kein Getreide. Nee, das ist die Belohnung. Curryreis. Okay, dafür müssen wir unser Hühnchen töten. Das heißt ja Curry. Maler, Flusskrebs, Oshiruku. Huko. Oh, dafür gibt es eine Kaffeemaschine. Ich muss Oshiruku machen. In kalten Nächten wünscht man sich eine Decke oder eine warme Schüssel Oshiruku. Mich gelüstet es nach letzterem, wenn du so nett sein könntest. Krasse Sachen. Krasser Typ. Bildung soll hier anscheinend nur für Reiche zugänglich sein. Hühner kann man halt nicht lesen. Guck mal, was ist das für ein Typ? Guck mal hier, alles, die Dekadenz schlechthin, ne? Hier alles schick, sogar mit einer Blume auf dem Tisch. Und dann gehst du ins Schlafzimmer. Eine Flickendecke. Ein Flickenkissen. Alter. Die Dimensionen, die. Ich sag ja. Alles irgendwie dimensionslos. Ich glaub, sowas geht nicht gerade. Nee. Übrigens ist es sehr doof gemacht mit dem Gebäude-Upgraden. Wenn du dir einen großen Hühnerstall bauen lässt, dann upgradet der nicht deinen kleinen, sondern gibt dir einfach einen separaten großen ins Inventar. Eben, deswegen musst du, glaube ich, unterscheiden. Das haben wir ja gerade eben auch gesehen. Das eine war ja einen Hühnerstall kaufen und das andere war den Hühnerstall größer machen, oder? War das ja, glaube ich, oder? Oder ist das dann nochmal zu unterscheiden? Das wäre jetzt wichtig zu wissen.